Hallo Leute, ich bin's, der Hermann. Heute mal mit einem ganz anderen Video, was nichts mit CPAP und CPAP für Anfänger zu tun hat, sondern einfach mal einen Appell über die aktuelle Situation, die wir jetzt hier in Deutschland haben mit dem Coronavirus. Ich weiß, einige wird das nerven, wenn man überall nur nach Corona hört. Aber darum geht es mir heute gar nicht. Mir geht es heute darum, dass ich mal einen Appell loslasse bei den Leuten, die Hamsterkäufe machen. Lasst es doch endlich mal sein. Denkt doch mal an Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, im medizinischen Dienst, im Handel und so weiter und so fort. Die brauchen auch was zu essen. Die können sich nicht morgens um 7 Uhr anstellen und dann da wieder eine Rolle oder eine Packung Klopapier kaufen, die man zugeteilt bekommt. Jeden Tag eine Packung. Überleg mal, jeden Tag geht ihr in den Laden, holt eine Packung Klopapier. Das sind 30 Packungen Klopapier im Monat. So viel braucht ihr doch gar nicht. Wickelt ihr euch mit dem Klopapier zu Hause ein? Geht ihr damit ins Bett oder was? Das kann's doch nicht sein, sowas. Denkt doch auch mal an Menschen, die abends kommen, weil sie arbeiten waren, weil sie andere Menschen das Leben gerettet haben. Daran solltet ihr doch auch mal denken, dass diese Menschen auch noch was bekommen. Und nicht immer nur ihr, weil ihr zu Hause seid. Ich finde das absolut furchtbar, was ihr dort treibt und tut. Schaltet doch bitte endlich mal das Gehirn ein, damit man wieder eine vernünftige Situation in den Läden vorfindet. Und nicht einfach nur leere Regale. Darum bitte ich euch. Das nächste ist, ich habe es wieder mal gesehen, ich war vorhin draußen, habe eingekauft. Ja. Bitte haltet den nötigen Abstand zum nächsten Menschen, der euch begegnet. Haltet den Abstand zu Verkäufern, zu Verkäuferinnen, zu den Krankenschwestern, zu den Leuten, die im Krankenhaus arbeiten und. Weil es könnte durchaus sein, dass diese Menschen dein oder euer Leben retten müssen. Denkt doch bitte mal daran. Denkt an den Abstand. Und bitte bleibt zu Hause. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, auf der Straße zu gehen, um weiß ich was zu machen. Unterlasst diese Partys, die am laufenden Band immer noch gemacht werden hier in Deutschland. Unterlasst es doch bitte. Bitte. Tut mir den Gefallen. Als nächstes möchte ich mich ganz recht herzlich bei einigen Leuten bedanken. Und zwar bei allen, die im medizinischen Dienst täglich ihre Arbeit leisten. Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger, Pflegedienstpersonal, Außendienstpflege, wie häusliche Pflege und. Danke, dass ihr das macht, dass ihr da seid für die Menschen hier in Deutschland. Der nächste Dank geht an allen Verkäuferinnen und Verkäufer. Danke, dass ihr euren Mann steht in eurem Laden. Immer nett und freundlich bleibt, auch in dieser Krise. Dafür muss man Danke sagen. Und an alle Kunden, die da draußen in den Läden rumschleichen, bitte haltet Abstand zu diesen Menschen. Diese Menschen versorgen uns täglich. Täglich mit Nahrungsmitteln, Getränken, Süßigkeiten und was man alles so für den täglichen Leben braucht. Diese Menschen werden dringend gebraucht. Das soll ein kleiner Appell von meiner Seite sein und ein kleiner Dank an alle Menschen, die da draußen in dieser Zeit uns weiterhelfen. Macht's gut, euer Hermann.